Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Infovideo, einem wirklich sehr kleinen Infovideo. Ganz kurze Erklärung anfangen, euch ist bestimmt aufgefallen, dass die letzte Zeit oder eine relativ lange Zeit sogar schon, mal kurz gar keine Videos kamen, mal einen Monat lang oder so, weil ich irgendwelche Prüfungsphasen hatte oder so. Mal kamen zwischendurch Videos, mal kamen wieder ganz viele Videos auf einmal, irgendwie täglich oder alle 2 Tage. Und das wechselt immer ab bei mir. Aus dem Grund entstanden eigentlich, dass ich meistens wegen der Uni relativ wenig Zeit habe zum Aufnehmen. Das heißt, ich komme ja abends meistens so zwischen 5 und 6 heim, kommt davon, wie lange ich Uni hatte. Und also unter der Woche natürlich. Bin dann halt Abendessen, bin dann um 7 fertig oder so meistens mit Abendessen. Muss dann natürlich noch lernen, mache ich 2 Stunden, 2, 3 Stunden. Das heißt, dann wird es so 9 vermutlich, bis ich meistens mit Lernen fertig bin. Und dann müsste ich eben noch aufnehmen. Das Aufnehmen an sich ist meistens kein Problem. Wenn ich einen guten Tag habe, fahre ich 2 Runden, habe 2 gute Runden. Also klappt meistens relativ gut. Gibt auch Tage, wo ich einfach mal 3 Stunden brauche, bis ich mal 2 gute Runden habe. Das kennt ihr natürlich alle von WoT. Wenn es sich mal meint, komm, oder wenn es mal meint, hier, wir fucken jetzt mal den Spieler ab und machen einfach nur schlechte Runden. Kennt ihr bestimmt alle. Und ja, das Problem ist bei YouTube natürlich, da ist das Video zwar aufgenommen, dann habe ich es auf meiner Festplatte. Und ja, dann haben wir den Salat, weil da müssen wir noch rendern und schneiden. Schneiden mache ich zum Glück nicht so viel, also eher rendern. Thumbnail machen und hochladen. Das heißt, wir haben die 20 Minuten Aufnahmezeit. Plus, es dauert meistens eine halbe Stunde rendern. Ja, eine halbe Stunde kommt, glaube ich, gut hin. Viertel bis halbe Stunde kommt davon, wie groß das Video ist. Dann noch, ja, 5 bis 10 Minuten das Thumbnail machen. Und dann natürlich hochladen. Was auch nochmal meistens so aus ist, halbe, dreiviertel Stunde. Ah, sag mal, halbe Stunde. Das heißt, wir sind dann bei, was rechnen wir jetzt? Wir rechnen mal fürs Aufnehmen eine halbe Stunde. Für Rendern wieder eine halbe Stunde, sind wir schon mal bei einer Stunde. Ja, dann immer 5 Minuten, 10 Minuten, sagen wir mal 10 Minuten. Eine Stunde, 10 Minuten und dann nochmal die 30 Minuten drauf fürs Hochladen. Also 2 Stunden. Wenn es mal Aufnehmen länger dauert, sind es dann halt 5 Stunden. Kommt immer ganz drauf an. Also mindestens 2 Stunden brauche ich schon für ein Video zum Aufnehmen. Das heißt, ich bin dann um 9 fertig. Mit Lernen oder um 10 manchmal sogar erst. Und da müsste ich noch, ja, 2 bis 5 Stunden Videos aufnehmen. Ist natürlich für unter der Woche relativ blöd. Deshalb kam auch sogar selten Videos unter der Woche. Das Problem ist, am Wochenende habe ich auch nicht wirklich viel Zeit. Vor allem nicht, wenn viel zu tun ist in der Uni. Da bin ich meistens mit irgendwelchen Übungsblättern beschäftigt, die dann auch relativ viel sind. Das heißt, am Wochenende komme ich auch meistens relativ wenig aus dem Haus raus, weil ich täglich mit den scheiß Übungsblättern beschäftigt bin. Die natürlich dann auch in die Note mit einfließen können, ja. Sonst wird man die ja nicht immer machen. Aber bei uns ist das so, wenn man die gut abgibt, dann bekommt man in der Klausur dann einen Notenbonus von 0,3. Und den nimmt man natürlich gerne mit. Und deshalb muss man sich auch bei den Übungsblättern relativ anstrengen, dass das auch funktioniert. Genau. Oder es funktioniert halt nicht, obwohl man sich anstrengt, natürlich auch. Kommt ganz aufs Fach an. Genau, und das ist das Problem, dass ich dann eben meistens keine Zeit habe und dann natürlich solche riesen Lücken entstehen, weil das mal so einen Monat irgendwie kein Video kommt oder eine Woche. Jetzt kamen die letzten 2 Wochen kein Video, weil ich in der ersten Woche den Programmierkurs hatte, da auch erst abends heimgekommen bin, nochmal alles durchgeschaut habe, nochmal das Zeug vom nächsten Tag durchgeschaut habe und dann eben auch keine Zeit hatte. Und die letzten Tage kam kein Video, weil ich eben schon auf Twitch am Streamen bin. Und wo wir auch schon zum nächsten kommen, ich bin jetzt, wie ich es gerade schon erwähnt habe, relativ viel auf Twitch am Streamen. Ich mache mal ganz kurz Twitch auf. Ich habe es ja hier noch offen, glaube ich. Wieso ist es zweimal offen? Das ist weird. Profilbanner. Okay, gut, das ist auf jeden Fall mein Kanal hier. Gehen wir nochmal ganz kurz hier auf meinen Kanal, das ist schöner. Okay, es ist sogar, es ist weird, warum ist das Riesenfoto? Das war vorher nicht so. Aha, gut. Ja, Twitch kennt hoffentlich jeder. Mein Kanal, Marco10.000 YouTube, Link dazu natürlich in der Videobeschreibung oder einfach twitch.tv/Marco10.000 YouTube. Kann man auch so schreiben. Ja gut, bin ich öfter mal am Streamen. Meistens, wenn Uni ist, dann erst abends. Das heißt, so gegen 9 oder so oder gegen 8, kommt davon, wie schnell ich fertig bin mit Lernen und so. Bin ich dann meistens am Streamen. Jetzt, wo noch Ferien sind, natürlich schon früher manchmal. Manchmal auch nachmittags. Und einfach gucken, man kann ja hier, kann ich das hier überhaupt machen? Natürlich bei mir selber nicht machen. Ich gehe mal kurz zum Sado an, den kennt ihr auch von manchen Videos hier. So.
Na, wenn ihr jetzt meinen Kanal hier habt. Na, ja, das wollen wir. So, könnt ihr natürlich hier oben Folgen auswählen. Und dann könnt ihr hier theoretisch die Benachrichtigung aktivieren. Dann seht ihr immer, wann ich gerade am Streamen bin. Ne? Ganz wichtig, kann man machen. Genau, ja, sonst. Sonst seht ihr hier unten auch das ganze Instant Gaming Spendezeug. Link zu meinem YouTube-Kanal. Was da noch ist, was ich noch mehr reinklatschen kann, weiß ich noch nicht. Könnt ihr mir gerne Vorschläge machen, falls ihr da noch was reinschreiben sollt, hier unten. In die Stream-Beschreibung ist das ja. Beziehungsweise in die Panels. Ja. Also, kurze Info. Ich bin jetzt relativ häufig bei Twitch am Stream. Es kommen jetzt relativ wenig YouTube-Videos dann. Vielleicht mal so eins alle paar Wochen. Ich weiß nicht. Kommt davon, wie ich dazu komme. Kann auch mal sein, dass ich einfach mal so einen Ausschnitt aus dem Stream hochlade auf YouTube. Und den mal zeige. Aber, ne, damit ihr Bescheid wisst. In der nächsten Zeit kommen erstmal auf YouTube weniger Videos, sondern ich bin mehr auf Twitch am Streamen. Gut, dann war es auch. Ganz kurzes Infovideo waren das jetzt 6 Minuten. Hier war doch relativ lang gelabert, ne? Und, ja, dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder einfach euren Senf dazu abgeben wollt. Ich lese natürlich immer wie jedes Mal die Kommentare durch und zwar alle. Antworte auch theoretisch auf die meisten oder gebe ein Like oder Herzchen oder whatever, dass ihr wisst, dass ich es gelesen habe. Ja, wisst ihr Bescheid. Einfach schreiben, falls euch irgendwas hier interessiert, falls ihr Fragen habt. Und so weiter und so fort. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.